Moin zusammen und herzlich willkommen zu den Überlebenden. Und ich mach's wieder kurzer Schmerz los. Der Guzman ist dabei, der Palais ist dabei und der Azrak ist natürlich dabei. Hi! Hallo! Du hast überlegt, ich dabei. Ja, zumindest. Ich denke mal, wo war ich denn? Ach, das ist eine Riesenschlacht. Ich hab eine Machete in beschissener Qualität bekommen. Ist egal, ist egal. Haben und nicht haben, ne? Beinahe ich Mann, mach das nicht! Ich schieß dir sonst ins Gesicht, das gibt's doch nicht! Schleicht sie von hinten an. Sag doch wenigstens, dass du kommst. Mhm. Mein Nerve. Na, ja, lecker Hundefutter. Ein Auto, das ich schon nicht gelootet habe. Ich muss weg. Ponk. 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 Ist das Nürn? Auf sich? Hier wird's ganz schön voll gerade. Oh, ich bin ja auch ein Künstler! Ich renne in die falsche Richtung! Aua, ich hab auf die Backen gekommen! Die haben mich gehauen! Gibt's doch nicht! Blödes Volk! Oh, sag mal, also ich lern's heute nicht mehr, oder? Was wird das? Das ist vorwärts und das ist rückwärts! Mann! Ich renne die ganze Zeit durch die Gruppe durch. Das hat sie bestimmt verwirrt. Vermutlich. Ja, so wird's sein. Hatten wir schöner Schuss. Reifen zu Hause? Wahrscheinlich, ne? Können wir jederzeit holen. Ja, aber ich glaube, wir haben noch nicht so gesammelt. Ich habe noch 7 Schuss. Nehme jetzt mal die guten Reifen, nehme ich mal mit. Das. Da ist der Aufgang. Die guten Reifen. Haben wir die Schematik für eine Kettensäge? Nein. Okay, ich muss leben. Ich kann jetzt Kettensäge machen. Ja. So einfach ist das. Fantastisch. Also kann ich auch unsere Kettensäge reparieren. Tada! Das ist natürlich nett. Ja, finde ich auch geil. Kopfschuss! Boah, das war ein Doppeltap. Shades, 50 Shades of Grey hier. Oh, da hat schon mal ein kleines Lag. So, ab die Post. Okay, können wir auch die Straße lang gehen? Kann man, muss man aber nicht. Kaffee. Ah, das. Weg mit dem Rotz. Und laufen, 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 laufen. Achso, ich könnte ja mal einen Painkiller sehen. Ich versuche dran. Weil mir wird ja immer vorgehalten, ich scheiße auf den Gesundheitsbalken. Ist auch so, aber ich versuche dran zu denken. Der ist auch so vor allem. Ich scheiße auch drauf, aber ich versuche. Ja, also ich versuche nicht dran zu denken, drauf zu scheißen. Ich versuche dran zu denken, immer mal wieder drauf zu gucken und dann doch. Ja, ich werde gerügt von meinen Abonnenten hier. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt mach hier dann nicht so spannend. So, ja, die Richtung. Was musste ich mir anhören? Oh, das kann nicht sein. Du hast 20% noch Leben und hast ein trockenes Bein und schon grad. Ja. Du kämpfst raus noch mit den Zombies. Ja, ich liebe die Gefahr. Da ist ja noch Luft. Ja, da ist Luft nach oben, genau. Weil, das ist ja hier auch nicht mehr die Kindereinstellung, sondern wir sind ja hier sozusagen bei dem potenziellen Kram. Ach, da ist auch direkt unser Safehouse. Da mache ich einen kurzen Abstecher und nehme da noch Brauchbares mit, wenn ich eh schon auf dem Rückweg bin. Was können Sie tun? Oh, hier sieht's vielleicht aus. Nee, das ist nicht unser Safehouse.
Scheiße. Das ist gar nicht unser Safe House. Na, da ist ein Leben in der Nähe. So, waren wir da schon drin? Er hat das schon eine entdeckt, gelootet, sich angeguckt. Nee. Hier sind keine guten Rezepte dran. Ich finde es zumindest gut, wenn man Bücher doppelt und dreifach liest, dass man dann dabei trotzdem noch skillt. Das finde ich sehr schön. Ja, natürlich gut, weil. Haben die wenigstens Sinn, die Bücher. Oh, geil! Ach, scheiße. Wollte ich. Treppen. Clippers. So, das Haus hier mache ich auch noch fertig, dann komme ich auch zurück. Okay, den will ich nicht. Auch nicht. Das wollte ich. So, weiter geht's. Wo ist denn das? Da oben ist unser Safe House. Ah. Safe House? Safe House! Na, Fröschlein im Hals. Doch irgendwie. Ja, dann hole ich gerade da das Eisen und Blei und was da alles an Scheißdreck noch gelagert ist und geh heim. Ah. Oh! Okay, das galt jetzt nicht mir. Hier sind wieder ungehaltene Gäste. Ungehaltene. Voll ins Auge. Da vorne schon. Da war ich schon. Ja. So. Eier, Blei. Multiwater. Dann machen wir das lieber so. Okay. Ach ja, ach ja, ach ja. So, zurück zum Heim. Welches dieser ist denn jetzt mein Zuhause gewesen? Komm hier nicht hoch. Gelegt. Schmierbrot hat sie dabei. So, gehen wir mal heim, hä? Und wenn ich einen Karnickel sehe, ziehe ich einen mit der Schrotflinte über. Zur Not mit dem Griff, aber ich will diesen Skillpunkt. Was? Schreier? Hund! Hinter dir! Hund! Hunde! Hast du eine Blutung? Hinter dir kommt was. Ich trau mich gar nicht hier zu looten, weil... Bist du... Gussman, alles okay? Er sagt nichts mehr. Kein gutes Zeichen. Noch mehr Hunde! Hunde, 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 Hunde! Hier runter! Ja,
verdammtes Scheißvieh! Oh, ich bin infected. Ich auch. Und ich krieg... Du hast doch einen Hund bei dir. Warte, ich komme. Oh mein Gott! Ah. Guzman ist tot. Okay, Guzman ist schneller zu Hause als gedacht. Oh Mann. Hat ja alles Vor- und Nachteile. So. Nee, es hat nur Nachteile in dem Fall. Ah, okay, ich trete auch mal den Heimweg an. Verdammt. Was trinken könnte ich? Zeit für einen Alkoholbuff. Zeit für einen Alkoholbuff. Zeit für einen ordentlichen Brand. Genau. Diese verdammte Reichweite der Hunde, das ist unglaublich. Die haben auch einen Zug am Leib. Ja. Naja, obwohl mit der Alpha 15 soll es ja andere Probleme geben. Klapperschlange oder was? Das auch, ja. Aber die haben noch wieder ein paar. Ach, Bilder, die Banditen. Von den Banditen. Und da schrieb Matt Mull rein: sag mal, wenn man auf Banditen trifft, dann werden einem die Hundehorden quasi wie kleine. Wie so kleine Welpen vorkommen. Ja, ich hab's gelesen, ja. Starke Ansage. Das ist schon, ja. Es kommt drauf an, wie gut die KI ist, ne? Das stimmt. Und ich erwarte natürlich auch einen Bandit mit einer Schusswaffe, dass er nicht in den Nahkampf geht. Ja. Das wird eine ganz andere Ausnahme, wenn Gegner Schusswaffen haben, ne? Ja gut, bisher hatten wir nur einen Gegner mit einer Schusswaffe. Das ist der Polizist. Das ist der Einzige, der eine Schusswaffe hat. Der spuckt ja, das ist ja eine Schusswaffe. Ja, aber jetzt kann man relativ leicht ausweichen. Ja. Bei Kugeln ist immer was anderes. Oh Mann. Spät haben wir es überhaupt? 16 Uhr? Okay. Ja, lieber gehe ich am Land entlang. Das Blöde ist, ich kann ja nicht darauf hoffen, dass die Hunde ertrinken. Der Zug ist irgendwie abgefahren. Ja, da macht ja nichts, ne? Aber wie hieß es schon zu Dinosaurierzeiten? Du musst nicht schneller sein als der Dinosaurier. Du musst nur schneller sein als das letzte Gruppenmitglied. Genau. Nein, sie haben gesagt, schneller als deine Freunde. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen anders ausgedrückt. In dem Zusammenhang, glaube ich, braucht man dann auch nicht mehr von Freunden sprechen. Bei so einem Verhalten ist das dann, glaube ich, eher zweitrangig. Ist sowieso jeder sich selbst der Nächste, ne? Das ist halt so. Ja, wenn es ums Überleben gibt, ja. Würde ich auch sagen, pass auf, geh vor. Nein, ich glaube, ich wäre dann auch bei einer Zombie, aber ich wäre auch so eine Rampensau wie jetzt. Also ich glaube, ich... Weiß ich nicht, oder? Doch, also da... schon. Ich würde mich feiern lassen. Wie feiern? Daheim oder was? Ja? Es ist ja eingezogen, die Brücke. Oh, Mann. Ja, natürlich ist es eingezogen. Ah, ich wäre fast wieder runtergesegelt. Mann. Das ist echt Aufgabe hier. So, als allererstes... ich habe eine Challenge. Oh, Mann, ich habe einen Honig... Ach so, ich kann nicht... Scheiß Honig. So, jetzt rein damit. So, ich glaube, ich kann nochmal auf dem Heimweg machen, weil das hat hier eh keinen Sinn mehr. Lauf dir direkt in unsere Main Base oder Safe House?
Main Base bin ich. Ich liefere jetzt erstmal den heißen Shit ab. Ich versuche erstmal meinen Gnom wieder zu kriegen. Ich versuche gerade zu verstehen, was hier Sortierung ist. Das ist alles schwierig irgendwie. Sollen die Gläser generell darüber? Dann machen wir das. Wieder mal nach Hause latschen. Eine Frage, ob ich das schaffe um 17 Uhr. Klar, und hier sind wieder Zombies. Ja. Kotzen. Logisch, oder? Nun da. Palen ist da. Ja. Die gute alte Palen, ey. Wow. So, hier haben wir eine Ogre Blade, in perfekter. Ach, das ist so geil. So, da könnte man eigentlich. Ach, wie komme ich denn da hoch? Ja, da links. Rechts. Erstmal schön entmüllen. Schön entmüllen. Ja. Oh, die ist sogar viel besser als die, die ich habe. Okay. Lalalala. Federn. Wo ist denn Ducktape? Ducktape? In dem mittleren. Naja, hier hinten, wo ich stehe. Da in dem. Okay, so langsam wird's was. Ducktape. Und das ist noch ein Stückchen zu laufe. Stückchen noch zu laufe. Schade, ich habe keine Fülle, noch Bier schön dabei. Aber ich kenn viel. Und schon wieder alles weggesoffen. Mann. Ich verstehe. Das Wichtigste habe ich natürlich nicht mitgenommen. Muss ich erstmal anpflanzen, glaube ich. Erstmal Kaffee. Der gute Kaffee. Ah ja, das ist ja von mir mitgenommen. Miau. Wir haben nämlich tatsächlich keine Kaffeebohnen mehr gehabt. Das ist katastrophal. Kaffee brauchen wir echt. Wow. Weil das Bier haben sie wohl mords reduziert. Find's aber, kaum noch Bier. Aber Kaffee hatten wir doch viel. Also, ja, gehabt. Wir haben aber Kaffee gekocht und keine Bohnen aufgehoben. Ja, das ist natürlich. Das war schlau. Deswegen Füchse, haben wir das hier. Ja, da, aber wir haben es korrigiert, Füchse, wie wir sind. Füchse, ja. Schneller. Ja, wir sind schon die echt schärfsten hier. Was Schlaues wie wir. Die Sub de Jure quasi. So. Das wird auch gemacht. Der Mais wird. Oder läuft ein Hühnchen? Ah, Hühnchen. Wenn es kein Nickel ist, Grüße von mir, ziehen was über die Schädel. Möglichst mit einer Shotgun. Oh, das ist kaputt gemacht worden. Okay, ich habe kein Holz dabei. Ich glaube, ich werde mal hier die Challenge mal auslösen, die ich hier habe. Mal gucken. Ups. Challenge auslösen. Klingt irgendwie schräg. Yes.
Reed. Hey, Asshole. Ja, so, hey, Arschloch. Ah, hey, Mensch. We have been looking here. I made a petition for Clan, but before I defeat, blah, 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 crazy, but still, blah, 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 accept. Ja, Punkt. So. 15 Minuten Zeit, kill the infected survivor. Kill festering cadaver, bloated walker. Au! So, einen Walker habe ich schon mal kalt gemacht. 5 verschiedene Zombie-Typen killen. Wow. Ja, ja, das kenne ich. Die Quest habe ich auch. Das. Oder sind es 5? Ich glaube, es sind bei mir mehr. Auch nette Quest. Kill 5 other survivors. Was? Bitte was? Interessant. Komm du mir nach Hause. Das kann ich nicht gerade sein. Also Waffen durchladen. Lassen kommen. So, was haben wir denn da? War das ein Bloater? Den habe ich schon. Bist du eine Krankenschwester? Nee, kann ich auch nichts mit anfangen. Schade. So, und dann müsste ich noch Kartoffeln haben. Das ist alles nochmal Wasser wieder. Dann haben wir alles mal angepflanzt. Wasser, Wasser, Wasser. So. Kill rotten carne. Animated corpse. Jetzt weit und breit keine Zombies. Jetzt durch diese komische Quest haben, ne? Ist klar. Das haben die auch mitgekriegt. Wahrscheinlich. Ich bin hier gleich da. Ich kann schon das Häuslein sehen. Mann, du hast doch eine Queste, wo du singen, also schlecht singende Survivors umbringen musst, oder? So. Ah, hier sind echt, der Bude ist überall offen, ey. Türen, Garten, alles. So, das Wichtigste zuerst, wir brauchen die nicht. Das auch nicht, aber das, nein. Patronenhülsen. Warum nicht? Clay. Was, warum nicht? Brass ist doch da. Warum geht's nicht? Kann ich das nicht herstellen? Nee, was fehlt denn? Die Schieblehre, ne? Ja. Brav. Muss ich kurz entführen. Müsstest noch mal die Produktion dort anwerfen. Patronenhülsen. So, Papi ist zu Hause. So. Ich brauche jetzt Metall. Reifen. Wo habt ihr sie hin? Oh, ich brauche Metallstreifen.
zum Rüsten jetzt, ne? Weil ihr bessere Waffen haben wollt, oder? Ja. Metallstreifen sind hier drin. Wo? In welcher Kiste? Hier in der Supply-Kiste. Ah, jetzt habe ich sie. Okay. So. Knüppel aus dem Sack. Wo ist er? Spike Club. Na, siehst du mal, Reifen konnten wir doch ganz gut gebrauchen. Ich habe zwar jetzt noch einmal einen Einsatz mitgenommen. So, jetzt kriegt ihr erstmal ein paar ordentliche Knüppelchen. Mhm. Ja. Der erste ist in 17 Sekunden fertig. Da gibt's ordentlich Spike Club auf die Mütze. Oh, die Overkloppe. Ja. So, dann machen wir das. Erst so, Achtung, ich schmeiß einen auf den Boden. Wer will, wer hat noch nicht? In schöner Qualität. Schöner Qualität. In ganz schöner Qualität. So, nächste sind in Arbeit. So, was brauchen wir dann noch? Achso, Kalippers, stimmt. Kalippers. Der nächste Spike Club ist fertig. Wer will? Liegt auf dem Boden. Du. Hab ihn, danke. Jo. Das Öl. Wieso ist hier das Feuer aus? Das gefällt mir gar nicht. Was? Liegt auf dem Boden. Mit der Seife, ne? Mir schwammt fürchterlich. So, Nächster Spike Club liegt auf dem Boden. Danke. Danke. Hab ich da was gehört gerade? Gab's Geschrei? Nee. Okay. Hat jeder seinen Spike Club? Oder fehlt noch einer? Ich hab einen. Ich hab auch. Guzman hat auch einen? Ja. Gut. Perfekt. Dann ist der letzte für mich. Und den schmelzen wir ein oder heben wir ihn als Ersatzwaffe. Ach komm, ich tue ihn als Ersatzwaffe da. So, die Chainsaw. Die kann ich nicht reparieren. Warum nicht? Ah, mir fehlt das Repair Kit da oben. Kann ich es jetzt reparieren? Jetzt kann ich es. So, die Kettensäge ist repariert. Ach, jetzt alles durcheinander. Wir brauchen ein Sortiersystem. So, ich kenne. Weil da findet sich ja kein Schwein zurecht. Also ich denke schon, dass wir noch also reichlich Möglichkeiten hätten, Verwaltungsposten zu schaffen. Auf jeden Fall. Nee, das Sortieren als solches ist ja schon schwierig. Weil man findet immer mal hier mal was, mal da mal was. Das ist nicht gut. Potassium, was hatte ich damit hingeschmissen? Okay, jetzt erstmal. Irgendwo schon. Wo ist denn die Erzkiste? Beziehungsweise wo sind überhaupt die ganzen Erze drin? So, und dann das brauche ich. Ach so, hier waren die Ärzte. Ja, genau, hier sind die Ärzte drin. Hier sind die Ärzte drin. Das ist ja so eine Kiste. Ah, ist das geil. Hier sind die Ärzte drin. Lasst uns raus. Sehr geil. immer mal wieder ein Späßchen gemacht, ne? Ja. Aber Blei ist auch nicht so wirklich geil. Also es ist hier so ein bisschen. Aber wir können ja sonst in der nächsten Folge mal ausprobieren, wie das ausschaut mit deinen Ärzten da auf diesen. Ja, genau. Das wollte ich testen, ohne dass ich wieder durch die Welt backe. müssen wir nur mal einen Punkt finden, wo man das mal testen kann, wo so ein Erzding noch ist. Egal ob Potassium. Habe ich gerade alles eingesäckelt, weil ich im Moment gerade Munition herstelle. Ja, ich kann's aber gern Neues machen.
schon mal gucken. Also ich diese grauen Flecken, ich weiß gar nicht mehr, was das noch war. Ich habe mir mal ein bisschen von der Munition genommen. Ja, nee, ich kann kein Schwert. Achso, nee, Ärzte waren woanders, ne? Das ist keins. Ärzte sind, glaube ich, in der mittleren oder in der ersten. Ich habe noch 9 mm. Wenn, habe ich 43 Schuss nochmal in die Kiste gelegt. Weil ich jetzt gerade herstelle. So mal für den ersten Hunger. Apropos Hunger, ich könnte ja auch mal was essen. Erste Hummer? Leckerst du. Pfeifst dir rein. Ah, hier sind noch 9 Kaffeebohnen. Hab ich mitgebracht, ja. Ah, ach so, hast du mitgebracht. So. Die Spachtelkiste. Das könnte ich mal lernen, oder? Kann ich es nicht lernen? Doch, oder? Maximum. Du kannst alles, was du möchtest. 10. Du kannst alles. Und ich könnte es nochmal lernen. Yeah. Jetzt geht's mir better. Better. Wesentlich better. So. Und das, die Chrysanthemen können wir leider noch nicht anpflanzen. Aber die gelben habe ich angepflanzt. Und dann lasse ich mal 1, 2, 3, 4 mal Kaffee hier. Die anderen 5 pflanze ich dann doch nochmal an. Das passt ja auch. So viel Platz habe ich gar nicht mehr. Ich bräuchte zumindest das Beet mal erweitern. Wollen wir nicht die Spikes ersetzen? Durch was? Durch, also die Spikes, die es nicht mehr gibt, durch Spikes. Ach so, ja, das klingt nach einem Plan. Ja, halte ich für vernünftig in diesem Zusammenhang. Ja. Wie schaut's aus mit einer kleinen Pause? Wer auch immer? Ist egal, mach einfach. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren, alles wäre hier, ich müsste eigentlich schon das Dach mal machen. Die anderen Worte machen die anderen, bitte, Nordisch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst uns einen Daumen nach oben da, bis demnächst und tschüss. Palain, auch völlig erstaunt, bitte. Ja, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und Gusman, wieder abwesend. Nee, andere Worte. Im Gewölb oder was? Tschüss.